Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 18. April 2016. Heute gibt es einen Bericht zum neuen Projekt von Integra in Bregenz. Wir begrüßen im Studio den Vorstandsdirektor der Sparkasse Feldkirch, Anton Steinberger. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. In der alten Wälderbahn-Remise in Bregenz wurde am Freitagabend ein neues Projekt der Integra Vorarlberg feierlich eröffnet. Wir waren mit dabei. Und dabei sein von zahlreicher Prominenz, unter anderem Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser oder auch der Bregenzer Bürgermeister Markus Lienhardt, wurde die neue Fahrradwerkstatt als Teil der Produktionsschule den interessierten Besuchern präsentiert. Seit 1983 betreibt Integra Vorarlberg eine Produktionsschule in den ehrwürdigen Gemäuern. Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren mit Berufsstartschwierigkeiten werden dort durch ein praxisnahes Training auf den Einstieg in eine Lehre vorbereitet. Ein wichtiges Projekt, dessen Erfolg die Notwendigkeit bestätigt. Wir bieten den Jugendlichen ja viele Möglichkeiten aus, Berufe auszuprobieren und sich dann für einen bestimmten zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, für die Berufsorientierung, wenn man am praktischen Üben und Anschauen die Möglichkeit hat, etwas kennenzulernen, einfach das Wichtigste. Und natürlich zu dieser Berufsorientierung gibt es auch die Begleitung der Jugendlichen. Das heißt, die Themen, die sie beschäftigen, die sie im Rucksack mitbringen, die werden bei uns auch bearbeitet und wir helfen ihnen. Wir haben ein gewisses Netzwerk an Firmen, wo sie Praktikastellen absolvieren können und auch weitere Berufe kennenlernen können und wir unser Netzwerk mit anbieten können, damit die Jugendlichen schlussendlich mit einem unterschriebenen Lehrvertrag aus der Produktionsschule entlassen werden. Damit sich die Jugendlichen in den verschiedensten Bereichen austoben und weiterbilden können, bietet die Produktionsschule Unterland 5 Schwerpunkte an, die allesamt gut angenommen werden. Die besteht aus den Bereichen Handel. Da kommen die Jugendlichen eben in unser Geschäft, 7 Sachen am Kornmarkt. Die Fahrradwerkstatt eben, die hier in den Räumlichkeiten der Produktionsschule ist. Die Holzwerkstatt ist auch eine schöne Möglichkeit für die Jugendlichen. Und der letzte Bestandteil ist der Pflichtschulabschluss, also wo es eben die Möglichkeit gibt, für die, die noch keinen erfolgreichen Schulabschluss erreicht haben, einen Pflichtschulabschluss nachzuholen. Mit der neuen Fahrradwerkstatt ist ein Tätigkeitsfeld hinzugekommen, das mit der Zeit geht. Die Verantwortlichen haben sich klare Ziele gesetzt und möchten den Jugendlichen ein spannendes Gebiet näher bringen. Wir haben einen Fahrradverleih, wir richten alte Fahrräder her und bieten die zum Verkauf an. Wir konstruieren Fahrradvehikel, das ist eher eine kreative Arbeit, wo die Jugendlichen auch viele Arbeitsschritte kennenlernen, konstruieren, schweißen und so weiter. Im Zuge der Öffnungsfeierlichkeiten konnten sich die Besucher die Fahrradwerkstatt oder auch die sogenannten Pedalpiraten genau ansehen und sich kostenlos den Drahtesel waschen lassen. Weiters konnte man sich auch einen tollen Überblick über die Leistungen von Integra Vorarlberg und der Produktionsschule verschaffen. Mit der Fahrradwerkstatt ist also ein neues, spannendes Tätigkeitsfeld hinzugekommen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages. Im Anschluss daran unterhält sich Marc Gächter mit dem Vorstandsdirektor der Sparkasse Feldkirch zum Thema 60 Jahre sparefroh. Vorarlberg geht bei der Mindestsicherung künftig einen eigenen Weg ohne Deckelung, dafür mit mehr Sanktionsmöglichkeiten. Durch den Wegfall der Deckelung ist gewährleistet, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen. Das heißt ja nicht umsonst Mindestsicherung und nicht Luxuspension. Das heißt, die Menschen bekommen das, was sie hier in Vorarlberg zum Leben brauchen. Also alles, was mit Anreizen, was mit Motivation, was mit Unterstützung zu tun hat, kann man als Sozialarbeiter natürlich nur befürworten. Da stehen wir auch dahinter. Wenn es darum geht, Menschen in Arbeit zu bringen, dann ist das ja das Wichtigste, was passieren kann. Meine Frage ist natürlich, und da ist, glaube ich, auch die Politik gefordert, gibt es diese Arbeitsplätze für die Betroffenen? Können Menschen wirklich auf Arbeitsplätze vermittelt werden? Wenn es um Integrationsmaßnahmen geht, und da denkt man natürlich vor allem an Menschen, die nicht Deutsch können, dann müssen entsprechende Deutschkurse auch angeboten werden. Wenn es darum geht, Sanktionen auszusprechen, dann, glaube ich, muss das mit Maß und Ziel passieren. Man muss sich auch überlegen, gerade zugewanderte Personen, gerade Kriegsflüchtlinge,
Flüchtlinge sind ja sehr häufig traumatisiert und die kann man nicht wie einen Roboter einfach einschalten und dann spuren sie, sondern die brauchen ja auch Zeit, um gut anzukommen. Und da muss auch in der Unterstützung und in der Begleitung viel investiert werden, damit die Menschen irgendwann einmal gute und auch produktive Mitglieder der Gesellschaft werden. Also ich glaube, nur mit Sanktionen allein wird es nicht gelingen. Mit guter Unterstützung sehr wohl. Da bin ich sehr optimistisch. Und unbekannte Täter beschädigen im Zeitraum von Freitag bis Sonntag in Bregenz in der Deuringstraße eine Skulptur und einen PKW. Beide Objekte sowie der Pflastersteinboden einer Feuerwehrzufahrt wurden mit grüner Farbe besprüht. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem besonderen Studiogast. Und zwar feiern die Vorarlberger Sparkassen ein großes Fest. Grund dafür ist das Jubiläum vom Sparefroh. Deswegen bei uns Vorstandsdirektor Anton Steinberger. Herr Steinberger, ein großes Fest steht auf dem Programm. Ja, wir feiern das 60-jährige Jubiläum des Sparefrohs. Sparefroh ist ja in Österreich zwischenzeitlich wirklich eine Kultfigur. Und wir werden am 22. April in Dornbirn da eine große Geburtstagsparty begehen, ein großes Fest, und ich denke, da wird wohl die Post abgehen. Die Post wird bestimmt abgehen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Zurück zum Sparefroh nochmal. Darf man von einer Erfolgsgeschichte sprechen? Ich denke, absolut. 1956 wurde der Sparefroh damals in Österreich entwickelt und zwischenzeitlich denke ich, dass der Großteil der Bevölkerung den Sparefroh kennt. Also es gibt einen Bekanntheitsgrad von 96%. Und der Sparefroh ist natürlich auch eine Kultfigur im Zusammenhang mit Sparen und Vorsorgen. Den Kindern soll also spielerisch der Umgang mit Geld beigebracht werden, kann man das so bezeichnen? Exakt, perfekt formuliert. Ich kann das nur unterstützen. Es ist so, dass mit dieser Sparefroh-Figur eigentlich schon seit Jahrzehnten der Sparwille, der Spargedanke, die Spargesinnung unterstützt werden soll. Das hat ja auch in Zeiten von niedrigen Sparzinsen durchaus Sinn, weil es geht um das Vorsorgen, vielleicht ein wenig heute verzichten auf das eine oder andere, dafür sich morgen mehr leisten können, und das wollen wir mit dem Sparefroh nach wie vor auch in Zukunft unterstützen. Kann man beim Sparefroh auch sagen, er ist kurzzeitig mal in der Versenkung verschwunden und ist jetzt wiederbelebt? So ist es. Das war so Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren auch. Da hat es dann später 2005 einen Relaunch gegeben dieser Figur, und ich kann sagen, das war damals ein unglaubliches Erlebnis. Da haben wir mitbekommen, wie verwurzelt der Sparefroh in der Bevölkerung ist, und unsere Kundinnen und Kunden haben sich sofort wieder an den Sparefroh erinnert. Ja, und jetzt lebt er eben schon 60 Jahre, und ich denke, dass er viele weitere Jahrzehnte bestehen wird. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Fest am 22. April und vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Sehr gerne. Wir gratulieren recht herzlich zum 60-jährigen Bestehen des Sparefrohs. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Schlechtes Wetter kann auch gutes Wetter sein, vor allem wenn es um den Feuerbrand geht. Weil die befürchteten hohen Temperaturen ausblieben, ist die Gefahr einer Infektion für die Obstkulturen derzeit gering. Die Birnenblüte ist dadurch schon fast gerettet. Bei der Apfelblüte heißt es, bitte warten. Nicht nur in Vorarlberg, sondern auch in anderen Bundesländern regt sich Widerstand gegen die harte Linie von ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka bei der Reform der Mindestsicherung. Die VP-Landesgruppen wollen von einer Deckelung und einer Schlechterstellung für Flüchtlinge nichts wissen. Und -20% seit 2008, immer weniger Betriebe bilden Lehrlinge aus. Die Schlagzeilen von morgen also heute schon hier bei Ländle TV. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann, tschüss. Servus miteinander. Wir machen jetzt da den Shuttle-Dienst auf den Christberg rauf bis auf Pfingsten, weil sie eine neue Bahn kriegen. Und wie das Wetter jetzt wird, das zeige ich euch jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Der Wind weht mit 3 km/h. Am Dienstagmorgen liegt noch Restbewölkung des nächtlichen Niederschlags in den Tälern. Im Gebirge dürfte es mit Sonnenaufgang schon bald freundlicher sein. Am Vormittag setzt sich allmählich der Sonnenschein durch, dennoch bleibt es kühl. Am Mittwoch steht ein sehr sonniger und über weite Strecken heiterer, wolkenloser Tag in Aussicht. Nach kühlem Morgen folgt ein milder Nachmittag. Der Donnerstag bleibt anhaltend sonnig mit ein paar Wolken. Nachmittags wird es wärmer. Am Freitag fällt erneut Regen bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad.